Sehr geehrte Damen und Herren aus Deutschland, mein Name ist Momcho Nekov und ich bin EU-Abgeordneter aus Bulgarien. Ich möchte meinem Kameraden Arne Litz danken, dass er mir die Möglichkeit gibt, Ihnen alles Gute für die kommenden heiligen Tage zu wünschen. Wir, die Bulgaren, gehören zu den wenigen orthodoxen Christen, die die Geburt Christi zusammen mit der westlichen Kirche feiern. So wie für euch ist auch für uns Weihnachten ein Familienfeiertag. Mehrere Generationen versammeln sich um den Gabentisch, von den Großeltern bis zu den Urenkeln. Wir unterhalten uns und feiern miteinander. Nach unserer weihnachtlichen Traditionen gibt es 7, 9 oder 11 fleischlose Gerichte am Heiligen Abend. Am ersten Weihnachtsabend, besonders in den kleinen Städten und Dörfern, lebt noch die Tradition, nach der die jungen Männer singend um die Häuser ziehen und den Bewohnern und den Familien viel Glück, Gesundheit und eine reiche Ernte wünschen. Wir jungen Männer erhalten Weihnachtskringeln und Plätzchen als Geschenke und man glaubt, dass die Lieder dieser Männer die bösen Geister verjagen. Ich wünsche euch und euren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.